Also musst du jetzt nicht sagen. Aber ich kenne das mit dem Sparen, deswegen. Ich muss ja auch sparen. Was? Kein schöner Ort für eine Wanderung. Da gibt's bestimmt Wölfe und Eishexen und... Warte mal, das Spiel. Ich traue dem Spiel nicht. Moment. Ah ja, okay. Diesmal bist du da geblieben. Alles klar. Gut. Wollt's nur mal klären. Ne? Wenn du das wissen willst, schreibe ich es dir aber privat, Liz. Du kannst, wenn du möchtest, mir egal. Ist nur Interesse halber. Sparen? Mhm. $10 und wir sagen nichts. Habe ich nicht. Alles gespart schon. Und meine Listen. Ja, ich auch, muss aber noch sehr lange sparen. Oh ja. Ich auch, für eine bestimmte Sache. Was nicht mal gönnen oder irgendwas ist, das ist mehr gesundheitlich etwas. Brauche ich auch noch lange. Habt ihr etwa keinen Geldbaum? Nee, leider nicht. Ich habe auch keinen Goldesel. Felsflüstern. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen sollen. Was für ein Gott bist du denn? Das hatten wir alles im letzten. Das soll nicht unhöflich sein, dass du. Oh! Die Lichter am Wald. Der Blitz muss den Akku wieder aufgeladen haben. Oh wow! Und ich habe die letzte im letzten Stream hier ganz gesucht, was wir machen sollen. Oh wow! Wir sollten einfach nur mit dem quatschen. Weißt du, ich glaube, du bist doch mehr als nur eine Statue. Ich danke dir. Toll, natürlich war das wieder das Offensichtlichste. Ich sehe offensichtliche Sachen, sehe ich immer nicht. Der wird eh nicht alt, dann lieber ein Baum. Ich habe nur einen Bitbaum. Ja. Marie, du meine Güte, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Ach, Alice, die ganze Familie ist hier bei mir und ich bin einfach nur glücklich zu wissen, dass es dir gut geht, hörst du? Genau wie ich. Aber ich habe versprochen... Hey, erinnerst du dich an diese Worte? Hoffnung ist eine Kerze, ein Licht im Fenster. Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Dafür bin ich da. Oh. Oh, Keks, was? Wow! Was zur... Marie, der Wal! Er ist hier! Was... Was soll ich tun? Mach ein Foto, du Dummi! Ich will kein Foto von Keks. Ich mag Wale, also jetzt, ich mache nur Spaß natürlich. Ich mag Wale sehr. Wird gemobbt, bevor er da ist. Ja, das ist so mein Beruf hier. Vielleicht beschwöre ich ihn somit, dass er dann direkt schreibt oder so. Aber es ist noch nichts passiert. Hallo Asis und hallo Johnny und One Piece. Stimmt. Ah, es ist mein, erinnert mich. Juhu! Manga-Kapitel. Es wird noch übersetzt, aber, ne? Aber ich habe die Seite schon mal offen. So. Beruf Mobberin auf Twitch. Oh, geil. Toll. Weil du die brauchst. Ja, aber so eine Mod, die so was schreiben die ganze Zeit. Ja.
Man sagt ja immer, so der Streamer, die Streamerin, so der Chat. Also bin ich ja die Hauptverdächtige hier. Das Hauptböse. Voll normal, ich bin total lieb. Ja. Ja. Nee, ich hätte euch nicht als Mods ausgewählt, wenn wir nicht auf einer Wellenlänge wären. Damit wir Spaß haben. Ja, das auch. Das Lied. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Ach, das ging ja jetzt doch... Mach doch noch lauter. Aua. Was Dragon Ball Z geworden? Wollte ich nachher weitermachen. Hoffnung. Licht in der Dunkelheit. Musterschüler. Yay. Hier, jetzt kann er wirklich zaubern. Ja, das machen wir doch schon die ganze Zeit immer wieder. Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist. Ja. Dann wären wir verloren, nicht auf dich bezogen. Ja, das kann sein. Es ist unglaublich. Und allen ein Wohlgefallen. Jetzt ist sie glücklich. Seht ihr, ist so schön. Dann kann ich ja jetzt gehen. Außer, kann man hier noch irgendeinen Sticker oder so sammeln? Nee, ne? Oh, ich will diesen Ninja da haben. Voll süß. Das war der vierte Zauber. Shadow, jetzt kommt was ganz Tolles für dich. Jetzt bald nach Hause. Verdammt, ich hab vergessen, den Clip zu zeigen. Scheiße. Jetzt kommt das Beste für dich. Wehe, die sind weg. Wehe. Warte ab. Bitte, die sind noch da. Ja! Guck mal, wer da ist. Deine Freunde. Du kehrtest aus der Kälte zurück. Gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügel. Was bin gerade in der Küche? Hier ist was Wunderschönes für dich. Aber das ist doch der Marquis de Hotto. Marquis de Hotto. Marquis de Hotto. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalte. Er war bereit, uns erfrieren zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran, Hespera. Ah, bitte klipp das, ich muss Shadow alles zeigen. Oh. Du bist ein Falter. Auch wenn man deine Flügel... Du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere hohe Priesterin an einem sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Nee, was? Ja. Oh, okay, das will ich als Clip sofort, bitte. Missbrauchen. Bitte. Jetzt aber. Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen, dass der Kalte bricht. Oder als GIF. Irgendwas davon. Boah. Dieses Flattergeräusch mag ich aber auch nicht. Boah. Der Kalte? Schöne Motten. Ihr kennt mich doch gar nicht. Jerry, diese Motten kennen mich nicht.
warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Wir haben wirklich keine Zeit. Du hast deine 4 Zauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir ja, ich habe ja gerade nur gesagt, Falter. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Nein. Nein, das war der letzte Nagel. Ich... Oh nein! Du musst den Bann brechen. Was jetzt? Du allein. Motten, jetzt ins Motten. Mann! Aufhalten. Zauberlehrling. Oh nein! Er hat mich allein gelassen. Ich will nach Hause. Tja. Hallo Klaus. Du schon wieder. Sehr ekelhaft. Geh weg hier. Oh nein. Warte mal, der ganze Müll hier. Ich bin wieder zu Hause. Das muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. ETF. Zum Glück. Und seht euch mal, oh Mann, seht euch mal den Tümpel an. Oh Mann. Aber... Aber was ist denn hier passiert? Der stinkt ja noch mehr als sonst. Boah, wie die Natur einfach so wegen den Menschen. Boah, ich hasse Menschen. Habe ich es euch schon mal gesagt? Ja, habe ich, ne? Die Eulenmauer, die sieht aus wie immer. Aber die Stadt dahinter sieht ganz anders aus. Ich soll gehen? Okay, in 5 Minuten. Das dauert mir zu lange. Jetzt! Ich mag Steine. Steine sind okay. Ja. Das stimmt. Ich wollte eigentlich gerade Essen machen. Das hat sich dann aber erstmal erledigt. Spaß. Wir klauen den Kind das Pikachu. Warum? Ich habe Hunger. Wow. Ach, das sieht nicht schön aus hier. Die Eulenmauer, die sieht aus wie immer. Aber die Stadt dahinter sieht ganz anders aus. Geht in den Keller, macht ein Foto von der nächsten Spinne und schickt es Liz. Ich werde dich blockieren, geh weg. Ich schreib nie wieder mit dir. Was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Oh nein. Die wollen das hier alles abreißen, ne? Die auch. Eulenmauer. Die Eulenmauer. Ja, geh mal dahin. Ah ja. Ja, die wollen hier den Wald abreißen. Für noch mehr Gebäude wahrscheinlich. Hat sich hier auch alles verändert, ne? ETF. Das sieht aus wie eine große graue Welle, die auf mich zurollt. Aber oh, die Igel ist noch da. No. Die hätte ich alle verbrannt. Ich wusste, dass dir das gefällt. Haben wir eine Schmetterlingsfarm gejobbt, da waren echt große Dinger bei. Gegen Schmetterlinge habe ich nichts. Bei Spinnen ist es dann bei mir vorbei, ne?
Also wirklich so große, fette... Oh, oh nein! Oh, nein! Nein! Warte mal, nein. Wir sind vermisst. Was ist dir passiert? Verblichenes Poster. Sag mal, wie viel Zeit ist vergangen? Es ist ganz zugewachsen. Oh nein, ist alles verbarrikadiert. Seine Mutter wird nicht mehr hier sein. Unser... Es sieht... alles so anders aus. Wie kann das sein? Bis gleich, Marco. Mutti! Mutti! Sie muss doch irgendwo hier sein. Das... bin ich. Verzweifelt gesucht wird Jeremias Haselnuss. Seit 8 Monaten verschwunden. 8 Monate? Seit 8 Monaten verschwunden? Oh, oh nein! Boah, was? Scheiße. Was ist hier passiert, Zwerg? Nichts. Hm. Schade. Was ist hier passiert, Zwerg? Aber ich... Er hat versprochen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Der Marquis hat gesagt, dass ich rechtzeitig zurück bin. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Verzeih mir, doch ich muss fort. Ohne dich kann ich hier nicht bleiben. Verzeih mir. Bitte. Und vergiss mich nicht. Mama! Vergiss mich nicht, mein Sohn. Oh, was zur Hölle? Was für ein Plot-Twist gerade? Nein, nicht weinen. Grauenhafte Realität. Das ist doch alles sinnlos. Ich kann doch genauso gut für immer hier sitzen bleiben. Das ist doch alles. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Jerry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. So will ich das sehen. Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Mhm. Und ich habe 2 davon. Ich muss zurück nach Mauswald. Der alte Magier weiß sicher, was zu tun ist. So will ich das.
Hoffnung. Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Mal sehen. Ich bin Jerry Haselnuss, Schüler des Marquis de Hotto. Ich werde nach Mauswald zurückkehren, um das zu korrigieren, was falsch gelaufen ist. Was auch immer das sein mag. Beschnellt die Zwiebel, Entschuldigung. Es hat funktioniert. Oh Mann, kein Wunder, dass der Marquis immer so komisch redet. Damit kann man sogar Portale öffnen. So. Der erste Nagel eingeschlagen wurde, hatte ich das Gefühl, das wird ein Gesuchtdings aufgehangen. Du bist also wirklich ein Baumläufer? Die Geschichten sind also wahr. Ich wusste ja, dass du was Besonderes bist. Das ist so neblig. Ich bin nur ein einfacher Junge. Jerry, wir brauchen deine Hilfe. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Fremden? Zuerst dachte ich, es seien Menschen, aber es waren wohl doch Masken. Die habe ich auch schon getroffen. Der alte Magier vom Stadtrand hat einen von ihnen in einer magischen Flasche eingesperrt. Doch ein paar andere von ihnen treiben sich noch im Mauswald herum. Wo ist der alte Magier jetzt? Ich muss ihn sprechen. Er ist nach Hause gegangen, um noch mehr von seinen Flaschen zu holen. Aber jetzt ist er auch verschwunden. Quack! Keine Sorge. Ich werde ihn suchen. Wow, Shadow. Pass auf dich auf, Jerry. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Sei auf der Hut. Du auch, Plato. Ich werde Anya suchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Quack. Ich hoffe, es ist jetzt kein Feuer oder so, dass es jetzt hier so qualmt. Oh je. Hallo, Sombor. Zarov, Zarov, überall. Der große Zarov. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Komisch. Die Poster waren doch vorher noch nicht da. Nee. Waren sie nicht. Nein, nein. Es ist in Ordnung, wenn ich meinen Garten verkaufe. Sie sind sicher? Doch, ich sehe es in ihren Augen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen, denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Die Last ihres eigenen Gartens. Sie ruht nun nicht mehr auf ihren Schultern. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Nein, nimm es nicht. Eine Flasche für den Hasen. Der Preis? Sein Garten. Nein. Oh, oh, oh. Treten Sie näher. Oh, noch eine, noch eine. Toll, jetzt ist er süchtig. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. So viel Pech. Mach das weg. Der Hase hat gerade seinen Garten verkauft? Da stimmt doch was nicht. Ja. Toll, Drogen, Erik hier. Haufen leerer Flaschen, WTF. Was zur Hölle? Hallo Selatio, schönen Valentinstag. Wünsche ich dir auch, Sombor, beziehungsweise euch allen. Treten Sie näher. Hatten Sie schon einmal ein... Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ja, aber dann trinke ich Energy. Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Toll, aber ich... Nee, lass mal. Flaschen werden Sie merken, nee, lass mal. Wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Ich niese bei jeder Scheiße. Riechen Sie heute eine Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zarov sehen. Den Illusionisten.
Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher. Oh nein. Doch, ich sehe es in ihren Augen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen, denn meine Tinktur ist die Lösung eines ihrer Probleme. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Was ist der Preis diesmal? Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Okay, okay. Treten Sie näher. Scheiße. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlen? Geschlossen? Wo Anya wohl ist? Es gibt doch Unglück. Mach jetzt mal Essen. Icecare Shadow. Und willkommen zurück, Mirko. Oh Gott. Oh nein, die schlafen ja wirklich alle. Der Ball. Alp. Hat sie seine Wirkung auch nicht verfehlt. Tapferes kleines Mädchen. Er schläft. Zarov. Er war ein guter Kunde. Okay. Hallo, Kellos. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ja. Ich wünsche ich dir auch. Vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zarov. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Okay. Wir werden all dies. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarov sehen. Nein. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Ganze Grundstücke werden hier jetzt im Tausch von diesem Teufelszeug. Okay. Valentins Hiebtag. Hiebe statt Liebe. Ja, das sowieso. Der ist immer noch hier. Und pennt. Hoffnungslos. Hoffnungslos? Dann hier ein Hoffnungsschimmer. Für dich. Nichts. Okay, dann nicht. Die Tür offen ist? Nichts. Nee, mach mal, geh mal da hin. Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Ja, da sollst du doch hingehen. Verschlossen. Ach, das ist auch noch verschlossen. Okay. Was ist denn hier bloß los? Und wo ist ihre Tasche? Hast du meine Handtasche gesehen? Nee, ist mir direkt aufgefallen. Gegen eine Eintrittskarte für den großen Zarov eintauschen. Die Igelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Wie nett. Also, was zur Hölle? Langweilig, okay. Ich gehe mal zum Zauberer. Vielleicht kann der mir irgendwie helfen. Oh, wow.
Der ist... Hallo? Warum ist er jetzt in der Flasche? Oh nein, warum ist... Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Warum ist denn der jetzt in der Flasche drin? Moment mal. Ist das nicht... Huch, wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus. Aber wie? Zerbrich das Kristall. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Mein Tag war bis jetzt okay. Ich hoffe, bei euch auch. Und hallo Käseliebhaber und danke für den Host. Luke hat mich auf eine Alert-Idee gebracht. Der wollte Porto sparen als Flaschenpost. Ja, ich glaube auch. Ja, Prügel. Ich finde die Musik cool. Mit dem die hier? Maske kenne ich doch. So seht ihr also wirklich aus. Okay. Hilf mir hier raus. Wie ist er denn da reingekommen? Hier raus. Aber wie? Zerbrich. Das Kristall. Das Kristall? Ein Monokel. Leer. Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Leer. Das ist wie eine Riesenlupe. Das bringt nichts. Da flüstert wohl nichts. Nichts. Schade. Welches Kristall meint er? Das ist von der Flasche hier. Kam hier aber gar nicht runter. Oh, ganz schön tief. Bis es ein Mettbrötchen gibt, ja. Hallo Freddy. Ich habe heute auch noch nichts gegessen, wird auch heute nicht mehr ändern, bin zuvor einkaufen zu gehen. Und bei mir jetzt andere Gründe. Oh. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Quatsch. Wie seltsam. Sieht fast aus, ja, ich sehe das Gesicht. Sein Gesicht darauf zu sehen ist. Folgestattungskurs vom Einpennen. Kann ich dich schubsen? Hilf mir! Aber wie? Zerbrich! Das Kristall! Hilf! Aber Zerbrich! Das bringt nicht. Das bringt. Warum nicht? Nein. Mais. Solche Mais? Das bringt nicht. Kann ich es aufheben? Das nehme ich. Mais. Mach ich jetzt mit Mais? Das klappt so nicht.
Das bringt nichts. Das bringt nichts. Kann ich sie irgendwo hinlegen? Ja. Maiskorn in Position. Ja. Und jetzt? Ja, warte mal. Die Sonne beleuchtet. Ja, das will ich doch. Geh weg. Okay. Wow. Bis später, Klaus. Nicht einschlafen in der Badewanne. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bandflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata, ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja! Der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bannflaschen. Ah, cool. Ich will auch so eine Flaschen haben. Sperre ich euch alle in so eine Flaschen ein. Die selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Okay. Drei Stück. Waren ja insgesamt vier, stimmt. Mit diesen komischen Gestalten. Gut, dass du nicht solche Flaschen hast, Liz. Nee, ich habe leider nur Kerke. Aber nichts ist unmöglich, ja? Oh, wir sind doch lieb! Panik! Sag ich nur Kuni durch? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht durch. Der wird's bestimmt nicht nehmen, ne? Ich muss die dann austricksen, denke ich mal. Wie niedlich. Das Menschenkind apportiert eine Flasche. Siehst du nicht, dass ich genug Flaschen habe? Ja, du bist genug ja auch eine. Für die ganze Stadt. Dann muss ich das hier kaputt machen, dass du gar keine Flasche es mehr gibt hast. Doch Unglück in meinem Leben. Mach das weg. Mach das weg. Juckpulver. Nein. Warum nicht? Was ist daran witzig? Das braucht keine besondere Würze. Ich ihn anzünde schon. Riechen Sie ich weiß je, das ist und Sie ein. Nun gib eine. Toll. Also es ist jetzt von dem Hasen die ganzen Flaschen da, oder was? Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ach du Kacke. Ich glaube, gebratene Echse schmeckt nicht so. Das ist mir egal. Hauptsache, ich habe irgendwas im Magen. Das wär mir jetzt egal. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. Nein, den behalte ich. Warum? Ich muss auch wissen, wo die anderen alle sind. Wo sind denn die anderen komischen Typen-Echsen? Hier ist keiner. Die schießen hier immer, aber auch für. Kann ich sowas vielleicht mitnehmen? Die schießen nicht immer ab für eine Kanone, ganz wie Arr, ich bin.
Bitte gehen Sie nicht zu nah an Ihren Monitor, diese Tunga. Ja. Na, jetzt noch nicht, aber es kommt wahrscheinlich dann später irgendwie. Hier sehe ich auch keinen. Sind die abgeblieben? Nur Kassler da, bin unterwegs. Batman-Musik im Hintergrund. ich habe nichts zu essen hier. Was soll ich denn essen? Jetzt auch nicht so schlimm, von daher. Hier ist auch einer. Kannst du in die Zukunft sehen? Sag mir, wann ich Zarov sehen werde. Ich muss ihn sehen. Ich muss. Oh, ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln aber. Dann noch welche eine für Kugeln? Mich. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Gut, gut. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Mauern? Hab ich nicht. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Diese sagt, sei ein guter Freund, denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Aber ich muss? Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Ach du Scheiße. Was für eine tolle Blume. Ich sollte sie nicht pflücken, aber anfassen darf ich sie doch. Ist ja kein Museum. Was für ein... Dort springen die Glückskugeln heraus. Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ach, ich habe genug Unglück, was soll's. Ich wollte nur etwas Staub abwischen. Lügsager. Lügsager, wow. Eine Flasche brauche ich nicht zum Glücklichsein. Schade. Da. Sieht doch ganz gemütlich aus. Kitsune? Bist du das? Felsflüstern. Mal kurz hier probieren, ob wir was denn hören. Alles klar, Keks. Zune. Nein! Jerry, ich komme nicht raus. Ich kann nicht. Mach, dass er weggeht. Okay. Ich versuch's. Herr Gräber, ich... Noch eine Kugel. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Wollen, der ist jetzt süchtig danach? Es ist eine schwarze Zukunft. Schon wieder? Eines Tages wird alles Sinn machen. Leider nicht für dich. Boah, was? Du wirst Zarov nichts. Was? Das schickt vielleicht noch eine. Oh, wow. Du sollst sparen. Ich werde dich nachher schlagen. Du sollst doch nichts ausgeben. Okay. Oh, wow. Und du sollst essen. Ich kann jetzt eh nichts bestellen. Wer soll denn jetzt aufpassen? Keiner macht die Tür dann auf. Das bekommt doch gar keiner mit. Dann müsste ich jetzt den Stream ausmachen. Aufpassen. 40 bis, keine Ahnung, eine Stunde. Das geht nicht so einfach. Davon kann ich höchstens morgen richtig fett einkaufen gehen, dass ich für ein paar Tage dann mehr habe. Also,
als ob die aufpassen, dass mein Essen ankommt und die dann mir die Tür aufmachen. Das wäre schön, aber wenn ich bestelle, muss ich auch aufmachen. Danke für die 20 Erdbeeren. Ich muss ja echt die Finger abschneiden. Wirklich. Ich muss die Finger abschneiden. Warte mal, ich hab dir doch die Arme und alles amputiert. Wie kannst du denn die Knöpfe drücken? Und hallo Imayoshi. Erik sitzt bei... Eva sitzt bei Erik im Stream und Eros Andi ist auch da. Achso, darf der nicht heute das neue Doom anspielen, anzocken? Zähne hat er ja auch nicht mehr. Ich habe ihm gestern die Zähne auch gezogen. Die Arme und Beine amputiert und die Zunge abgeschnitten. Deswegen weiß ich nicht, wie er jetzt... Ah, die Nase habe ich ihn auch abgeschnitten. Da könnt ihr Mirko fragen. Ich habe ihn gestern alles abgeschnitten. Weil er frech war. Mit den Ohren dann. Okay, das habe ich noch nicht... Also seitlich dann... Bam! Oh, wow. Gut, daran habe ich noch nicht gedacht. An die Ohren. Oder mit die Stirn einfach. Das Gesicht eben göttlich. Wegen der Donation hört sich... Ich komme hier gerade gar nichts mit. Haben sie auch dein Gemächt entfernt? Darüber reden wir jetzt nicht. Ne? Okay, er hat schon. Scheiße. Einfach mit der Kettensäge einmal so wie Butter durch und zack. Nutzgeld nur durch die Bits bezahlbar. Wow. Gertrud ist umgezogen. Sie wohnt jetzt in der Dusche. Ich werde dich nie wieder besuchen kommen, wenn die Spinne da ist. Das kannst du mir glauben. Das riecht nach nasser Erde und Gras. Wow. Der seltsame Kerl scheint Sumsa Angst zu machen. Wie komme ich denn da ran? Da muss kein klebriger Sirup drauf. Wie werde ich denn die jetzt hier los? Können Sie mir auch in die Zukunft voraussagen? Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie? Nichts. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Oh nein. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft... Lass mich raten, da kommt jetzt eine schwarze Kugel raus. Oh. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Ja gut. Er ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein, nein. Nicht? Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Unglück wird über dich kommen. Scheiße! Hey, was soll das? Ich wollte Lügse. Dort springen die Glücks... Er war doch gerade beschäftigt. Können Sie... Mit zwei pro Jahr pro Tag. Weh. Die Al. Lügsager. Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt. Ja, okay. Der ist wohl erstmal mit. Huch. Glücklich wirst. Hä? Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Es wird nie... Schade. Warum klappt denn das nicht, du Blöder? Du blöder Lügsager. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Na, dann mach mal. Jetzt komm...
Wollen wir doch mal sehen. Ja, da kommt eine Weiße. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklich im Hold. Oh ja! Da sticht mich doch eine Nessel. Was hat der für ein Glück? Ja, ja. Die Weißen bringen Glück. Doch die schwarzen Kugeln leider nicht. Das größte Glück ist, Zarov zu sehen. Noch eine Kugel. Einen. Aber okay. Ich will natürlich. Der hat so komisch rumgemurmelt. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Welch ein. Du darfst Zarov sehen. Zarov, endlich. Ich. Was könnte ich ihm machen? Es hat nicht sollen sein. Wie kriege ich ihn in die Flasche? Ich denke, wir sollten eine eigene Flachwitze ausdenken. Ja, die man noch nicht kennt, das stimmt. Oh wow, Mosi. Versuche wenigstens kreativ zu sein und die gleichen Witze komplett anders zu nutzen. Mhm. Ist ja auch Wallenhiebstag, genau. So, jetzt gehe ich mal zu den Zwergen. Da ist bestimmt auch einer von den. Was? Ach, das war hier. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Mondschein, die Hohepriesterin der Motten. Wahrscheinlich nach ihrer Verpuppung. Noch einer. Ein Bug, der sich festbuggt, ist mir auch neu. Vielleicht sollte ich ein Steinchen hinunterwerfen, um zu hören, wie lange es dauert, bis ein Plopp zu hören ist. So kann man nämlich feststellen, wie tief dieser Abgrund ist. Oh, aber was ist, wenn ich eine Maus am Kopf treffe? Außerdem bin ich ja jetzt Magier. Also müsste ich einen Kugelblitz runterschicken, um zu sehen, wie lange er braucht. Aber das würde eventuell vorbeilaufenden Mäusen noch weniger gefallen als der Stein. Warum denkst du denn darüber überhaupt nach? Ist die Hölle? Verschlossen. Ist zu? Was? Verschlossen. Nani, ich komme da nicht mal rein. Da drin kann ich die Blausaftmaschine der Waldzwerge sehen. Damit bin ich fürs Erste fertig. Was ist denn da los? Ein Becher. Nein. Besser nicht. Nee. Warte, einer war im Rathaus, einer war beim Radiomoderator und der andere war auf dem Marktplatz. Das sind ja die drei. Mit dem Sirup bin ich besser vorsichtig.
Solltet ihr nicht eigentlich schlafen? Niemand mag verbuggte Games. Nee, das stimmt. Mit dem hier. Du bist gekommen, weil wie die. Du willst Zarov sehen. Wie die. In seinen Zarov zu sehen. Aber du. Ich stimmt, du ah, doch, wir haben mit ihm geredet. Nicht. Wir brauchen ein Grundstück. Vielleicht. Im Moment ist mir liquide wie der Shampoos. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Ich glaube, der nimmt. Okay. Ich kann ihn mit Alkohol. Die sind genauso blau wie Blausaft. Wer hätte das gedacht? Wenn ich das jetzt also in so einer Flasche vielleicht mache, der nimmt dann die Flasche, macht sie auf und dann, weil er das trinken möchte, dann hätten wir den zum Beispiel schon. Aber wie mache ich jetzt... Nein. Okay. Noch ewig um mein Pokémon. Meine Pokémon im Pokémon Home zu sortieren? Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Treten Sie näher. Nee. Hatten Sie schon. Ich stehe gerade auf voll auf dem Schlauch. Riechen Sie auf Trick? Ich war je, das ist mir. Und Sie so eine. Oh, nun geht eine. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass das gesund hat. Ich nichts. Habe eine Medizin dagegen. Mit dem Sirup bin. Mit dem Sirup. Mit dem Sirup. Der Magier hat gesagt, die Echsen müssen sie selber öffnen. Sonst stecke ich am Ende in der Flasche. Damit kann ich. Dann nimmt er mich. Ich habe irgendwie nichts im Inventar, was mir jetzt helfen kann. Jetzt ist er aber nicht mehr abgelenkt, ne? Da ist eine. Ne, dann macht er direkt wieder rein. Da ist wohl wirklich. Kann ich die einfach ihm geben? Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Warum sagt er das tausendmal? Was war's? Könnte. Pro Jahr? Pro. Ausgedient.
dunkle Der ist wohl erst glücklich wird. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Komm her, du sachliches kleines Ding. Lass ihn in Ruhe. So, jetzt warten wir. Es hat nicht sollen sein. So. Jetzt schummelt er wieder. Interessant. Hurra! Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Das weiß ich. Hier ist was drin. Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Na dann, nur... Ich gebe Glück und siehe, mir wird Glück gegeben. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. Was? Dankeschön für den Host. Jetzt bin ich verwirrt. Endlich ist er weg. Kitsune! Tokage Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, komm von dir. Will immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Ich hab sie an dich verwiesen. Oh, danke, Shippok. Vielen, vielen Dank. Ich war gerade verwirrt. Ich will nach Hause. Das ist sehr lieb. Wie geht's euch denn? Kitsune, warte! Weg ist sie. Weil es kam irgendwie kein Sound, komischerweise. Ab 5 müsste eigentlich immer ein Sound kommen. Ja, komisch. Ist bei mir wieder alles kaputt. Ja, gut. War ein toller Tag. Ist ein toller, was? Ach so, ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade mega verwirrt. Was habt ihr denn gezockt? Damit bin ich fürs. Guck mal, wir haben jetzt den hier gefangen. Sehr schön. Unser erstes Haustier, Kappa. So haben wir die anderen zwei noch. Boah, war das jetzt hier aber eine Geburt, ne? Ja, hypen wir. Ein wenig Minecraft. Das ist cool. Da kann man seine Kreativität freien Lauf lassen. Ich bin im Bauen immer ziemlich schlecht, aber... Ich habe das früher auch immer gern gespielt. Oh, danke schön für dein Follow. Charu Gaming, danke schön. Vielen, vielen Dank. Jetzt irgend so eine Hexenkram in Minecraft gemacht. Sehr düster. War mit Mods. Das klingt irgendwie sehr interessant. Düster mag ich. Düster ist... Sehe auch immer düster im Stream. Boah, wie kriege ich denn jetzt die anderen beiden Echsen? Ach du Scheiße. Du hast doch noch ganz viele Haustiere im Keller, Liz. Was? Düster. Hexenturm. Ich würde immer einen Keller bauen, damit ich dann alle einsperre. Ach, das Köpfe unter deinem Teppich. Geil. Das ist ja cool. Gute Idee. Gefällt mir. Ja, weil sonst die Rituale fehlschlagen. Es wird immer interessanter. Die in der Stadtmitte ist einfach, also denke ich da nicht so... Was? Also denk da nicht so kompliziert. Ich denke aber kompliziert. Mein Hirn ist einfach so bescheuert. Das soll einfach hier sein? Der will keine Flasche haben. Ich würde jetzt eher vermuten... Ich werde die ganze Zeit die Flaschen hier... Ich habe eine Medizin. Sei ruhig. Dass ich die Flaschen kaputt mache. Und dass er dann meine Flasche annimmt. Und sie dann öffnet und dann... Flupp. Aber irgendwie klappt es nicht.
Ja gut, das habe ich. Käfe und dann Teppich, da stolpert man doch. Das ist doch gut. Dann fallt ihr runter und dann kann man euch besser fesseln, was? Ich bin ruhig. Ich schubse ihn einfach in seine Flaschen. Ich kann leider nicht schubsen, das wäre schön. Mit ihm brauche ich gleich reden. Er redet immer nur die ganze Zeit mit dem Hasen. Naja. Ich glaube nicht. Oder ich gebe ihm die Flasche und er gibt ihm. Ach, geh mir weg damit. Ich will eine von seinen Flaschen. Achtung, die schwarze Lisa ist unterwegs. Ich sag eine gute Magie durch Blümchen. Eine Flasche ins. Oh nein, komm. Ich werde versuchen. Och nö. Ach komm, jetzt ist doch nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Sehen, ob's klappt. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Ich habe wieder total was Kompliziertes gedacht. Und sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Wow. Und ich habe jetzt wieder was eine ganz anderes Flasche gedacht, dass für du. Den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Das Spiel ist gemein. Ach, der Korken sitzt aber fest. Das Spiel aber ist echt fies. Wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe. Ja, das kriegst du jetzt wieder. Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Alles gut, Erik, alles gut. Ich werde. Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Endlich. Gute Nacht. Er schläft. Der große Tarof. Was für eine Show. Und ich. Ich in der ersten Reihe. Kann ich die Karte aufheben? Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Na, die Stimme ist jetzt gerade von Gronkh gewesen. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Jörg, viel Spaß noch. Alles klar. Ich wünsche dir, egal was du jetzt tust, auch viel Spaß. Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zarow. Da lasse ich besser die Finger davon. Als der Hase die Karte gesehen hat, ist er eingeschlafen. Eine Eintrittskarte, da lasse ich besser als der Hase. Na gut,